Die Geschichte von Jason und den Argonauten. Ein Heldenepos. Die Sage aus der Antike erzählt von einer Expedition bis ans Ende der Welt. Von mutigen Männern auf der Suche nach einem kostbaren Kleinod. Eine Geschichte von Leidenschaft, Verrat, furchterregenden Monstern und böser Zauberei. Doch vielleicht ist die Sage mehr als nur ein Mythos. Ausgrabungen liefern neue, bisher unbekannte Hinweise. Möglicherweise suchten die griechischen Helden nicht nach einem sagenumwobenen Gegenstand, sondern nach äußerst weltlichen Gütern. Die Geschichte von Jason und seinen Mitstreitern erzählt von einer abenteuerlichen Reise in unbekannte Gebiete. Eine Gruppe griechischer Abenteurer wagt sich mit einem selbstgezimmerten Boot auf die erste große Entdeckungsfahrt der Menschheitsgeschichte. Die Sage von Jason und den Argonauten ist der erste schriftlich überlieferte Reisebericht und die Argo ist das erste namentlich erwähnte Schiff. Jasons Reise führt ihn weit weg, an fremde Küsten und in ferne Regionen, die vor ihm kein Landsmann je betreten hat. Jason ist ein Held. Er steht für das menschliche Verlangen, das Unbekannte zu erobern. Auf der Fahrt muss Jason gefährlichen Versuchungen widerstehen und gewaltige Hindernisse überwinden. Und doch fahren die Argonauten unter dem Schutz der Götter. Immer gen Osten, bis in das Land Kolchis. Dort empfängt sie ein grausamer König, der Jason eine Reihe von Prüfungen auferlegt. Die schöne Medea hilft dem Helden gegen alle übernatürlichen Bedrohungen. Mit Medeas Hilfe erlangt Jason das wunderbare Widderfell, das ehemals Pelias gehörte, sich nun aber im Land der Kolcher befindet. Das goldene Vlies, seine Chance auf einen Königsthron. Es ist eine Geschichte voller Humor, Abenteuer und Exotik. Die Geschichte handelt von Reisen, Liebe, Verrat. Sie enthält alles, was eine große Geschichte, großes Kino oder großes Theater ausmacht. Könnte die unglaubliche Sage auf einer Reise beruhen, die einst tatsächlich stattgefunden hat? Neuere Funde in Griechenland haben Archäologen überzeugt, dass Jason eine historische Figur ist. Vielleicht war er ein einfacher, wagemutiger Seemann, der mehr als 1.500 Seemeilen bis ans Ende des Schwarzen Meeres fuhr. Die Geschichte der Argonauten entsteht in Griechenland um 1400 vor Christus. Über Jahrhunderte hinweg beschäftigte der Mythos die Menschen. In Erzählungen und Bildern lebt er weiter. Seine Faszination wirkt auf Künstler und Gelehrte aller Epochen. Jason, ein mythologischer Abenteurer, auch auf der Leinwand. Bis ins 20. Jahrhundert hält sich das Heldenepos. Die bekannteste moderne Bearbeitung ist Ray Harryhausens Hollywood-Klassiker von 1963. Wir wählten Jason für das erste Abenteuer unserer Serie über griechische Sagen, weil es eine romantische Geschichte ist. Sie eignet sich besonders gut fürs Kino. Die griechische Sagenwelt ist kompliziert. Fürs Kino nahmen wir bestimmte Szenen aus einer Sage und fügten sie in eine andere ein. So stammt die siebenköpfige Hydra eigentlich aus der Herkules-Sage. Harryhausens Film basiert auf dem einzigen schriftlichen Bericht, der aus der Antike überliefert ist. Der Argonautica, die Apollonios von Rhodos im 4. Jahrhundert vor Christus verfasste. Der Dichter mischte Fragmente aus alten Volkserzählungen mit eigenen Geschichten.
Die Griechen glaubten an ihre Sagen. Sie glaubten, dass die Erzählungen auf einem Körnchen Wahrheit beruhten. Mit großer Sicherheit glaubte Apollonios, dass die Sage von Jason und den Argonauten auf einer wahren Begebenheit basierte. Die Erzählung beginnt auf dem Berg Pelion in Nordgriechenland. Jason stammt aus königlicher Familie und befindet sich in großer Gefahr. Um das Leben des jungen Prinzen zu retten, bringen seine Eltern ihn in die Berge und stellen ihn unter den Schutz eines Fabelwesens. Halb Mann, halb Pferd, ausgestattet mit menschlicher Vernunft und animalischer Wildheit. Das zwittrige Geschöpf unterweist den Knaben in allen kriegerischen Künsten und bereitet ihn auf sein Leben als Held vor. Jasons Ersatzvater ist Herr der Kentauren, Krieger und Heiler. Jason wurde von dem Kentauren Chiron erzogen, wie viele andere griechische Helden auch. Allein schon das weist ihn als Helden aus. Unter der Obhut des weisen Wesens wächst Jason wohlbehütet auf, bis er eines Tages das Bergland verlässt. Er kehrt zurück in seine Heimatstadt Iolkos, um den Thron zurückzufordern. Die Stadt, ein reicher Staat, wird von Pelias beherrscht. Er hat Jasons Vater, seinen eigenen Bruder, vom Thron gestürzt. Der Held tritt vor den regierenden König, um sein Erbe anzutreten. Wie vom Orakel vorhergesagt, trägt Jason nur einen Schuh. Und Pelias erkennt, dass der rechtmäßige Thronfolger vor ihm steht. Der Herrscher steckt in einer Zwangslage. Er kann seinen jungen Rivalen nicht einfach hinrichten. Jemanden aus der eigenen Familie zu töten, ist ein Frevel und hätte den Thronverlust bedeutet. Wenn jemand in der Welt der Mythen ein Familienmitglied tötet, dann muss er ins Exil gehen. Der Machtsüchtige ersinnt eine tückische List. Er verspricht seinem Neffen, auf den Thron zu verzichten unter einer Bedingung. Jason muss zuvor eine Heldentat vollbringen. Er soll in das ferne Land Kolchis reisen und das sagenumwobene goldene Vlies zurückholen. Apollonios beschreibt die Forderung des Königs von Iolkos als eine schicksalhafte Prüfung. Denn die Aufgabe, die Jason bewältigen soll, ist übermenschlich und gilt als undurchführbar. Das ist typisch für griechische Sagen. Wenn man jemanden loswerden will, schickt man ihn auf eine unmögliche Mission. Jason hat Glück im Unglück. Er muss die Herausforderungen nicht alleine annehmen. Dem jungen Thronanwärter schließt sich eine Gruppe loyaler Mitstreiter an, die Argonauten. Fünfzig außergewöhnliche Männer, jeder mit besonderen Qualitäten ausgestattet. Darunter auch Herkules, ein Sohn des Zeus, ein Hüne, stark wie ein Löwe. Orpheus, ein genialer Musiker. Seine Waffe ist der Gesang. Es ist wie in vielen modernen Filmen. Der eine kann mit Sprengstoff umgehen, der andere die Wächter erdrosseln. Jeder hat seine besonderen Fähigkeiten. Jason hatte eine Gruppe von Spezialisten dabei. Dem jugendlichen Helden stehen die wichtigsten Krieger seiner Zeit zur Seite. Die Mannschaft trifft sich in Iolkos und bereitet sich auf die große Fahrt vor. Seit langem suchen Archäologen nach der sagenumwobenen Stadt. Könnte sie eine mykenische Siedlung gewesen sein? Im Jahre 1400 vor Christus wurde Griechenland von einem wilden Volk beherrscht, den Mykenern, von Homer auch Archäer genannt. Sie waren die ersten, die nachweislich Griechisch sprachen. Die Mykener führten pausenlos Krieg. Die Männer trugen Helme und Rüstungen aus glänzender Bronze. Ihre Taten und ihre Vorstellungen bildeten die Grundlage für die griechische Sagenwelt.
Aber eine Verbindung zwischen archäologischen Überresten des mykenischen Griechenland und der Sage von Jason und den Argonauten zu finden, erschien bis heute fraglich. Am Rande der Stadt Volos in Nordgriechenland legen Archäologen alte Ruinen frei. Sie stammen aus der Zeit, in der Jason gelebt haben könnte. Die Siedlung war einst ein blühender Hafen, wie jüngere Funde beweisen. Mit einer neuen These revolutioniert die Ausgrabungsleiterin die gängigen Vorstellungen vom Jason-Mythos. Nach den letzten Ausgrabungen und durch Studien über dieses großartige mykenische Stadtzentrum sind wir nach und nach zu der Überzeugung gekommen, dass Jason und die Argonauten möglicherweise reale historische Figuren gewesen sein könnten. Die jahrzehntelangen Ausgrabungen haben sich gelohnt. Vor kurzem wurde eine Reihe von Gebäuden freigelegt, die den Überresten der Stadt Iolkos entsprechen könnten. Jasons Heimatort besaß einen großen Damm, der vom Meer zum sakralen und königlichen Hauptbezirk führte. Die genaue Schilderung der Stadt ist dem antiken Autor Homer zu verdanken. Wenn man die Informationen aus den literarischen Quellen mit dem Fundort vergleicht, denkt man zwangsläufig an die Argonautensage und das antike Iolkos. Mit Hilfe des Underground-Scanning hat das Archäologenteam Bilder von den antiken Fundamenten der Anlage erstellt. Mit ihrer Hilfe kann man Iolkos so wieder auferstehen lassen, wie es zur Zeit Jasons vor 3500 Jahren ausgesehen haben könnte. Eine Besonderheit der Palastanlage sind die typischen bienenkorbartigen Gräber. Darin wurden die mykenischen Herrscherfamilien zusammen mit reichen Beigaben bestattet. In den Anlagen finden die Forscher vereinzelte Hinweise, was das wahre Motiv für die abenteuerliche Argonautenfahrt gewesen sein könnte. Gold. Vorkommen des edlen Metalls sind in Griechenland selten. Die Mykener mussten Gold importieren. War Jasons wagemutige Unternehmung in Wahrheit eine groß angelegte Handelsexpedition? Höchstwahrscheinlich beschreibt die Sage eine Handelsmission zum Königreich Kolchis. Ihr Zweck war es, den Rohstoff Gold zu erwerben. Wenn Jason ein einfacher Händler und nicht königlicher Abstammung war, wirft das auch ein anderes Licht auf die Begegnung zwischen ihm und Pelias. Könnte das Ringen um den Thron von Iolkos in Wirklichkeit eine Metapher für einen hart erkämpften Handelsabschluss sein? Apollonios schreibt seine Erzählung zwar nahezu 1000 Jahre nach Entstehung der Sage, aber selbst bei ihm gibt es bereits Hinweise, dass Jason ein Geschäftsmann gewesen sein könnte. Apollonios macht ihn zu einer gewöhnlichen Figur. Er sieht glänzend aus, er kann mit Menschen umgehen und besonders mit Fremden gut Geschäfte machen. Das unterscheidet ihn von den früheren, traditionellen Helden Griechenlands. So wie Herakles, der unglaublich stark war, oder Odysseus, der sehr schlau war. Er hingegen ist der ideale Diplomat. Funde in der Nähe von Iolkos lassen hingegen vermuten, dass Jason mehr war als nur ein schöner, sprachgewandter Handelsbevollmächtigter. Ein altes Wandgemälde aus dem Jahr 1600 vor Christus belegt, dass die Menschen in der Ägäis Schiffe mit 30 Rudern entwickelt hatten. Ideal für kurze Reisen im Mittelmeer. Aber Fahrten über die Grenzen der griechischen Welt hinaus erforderten weitaus größere Schiffe. Wir nehmen an, dass sich Jason seinen Platz in der Geschichte als Erfinder eines neuen Schiffstyps verdient hat. Einem Boot, das statt mit 30 mit der Kraft von 50 Menschen angetrieben wurde.
So war er in der Lage, ferne Küsten zu erreichen. War die Muskelkraft von weiteren 20 Seemännern ausreichend, um eine über 1000 Seemeilen lange Fahrt zu ermöglichen? Tim Severin, Abenteurer und Historiker, tritt den Beweis an. Wir wollten sehen, ob diese Reise physisch möglich ist, ob ein Schiff aus der Bronzezeit eine solche Entfernung schafft. 1984 baute er seine eigene Argo. Ich wollte ein Schiff bauen, das der Realität so nahe kommt wie irgend möglich. Die ursprüngliche Argo war vermutlich sehr groß. Das Boot hatte Platz für 50 Ruderer. Das konnte ich mir nicht leisten, also nahm ich 20. Nach dem Prinzip, wenn 20 Mann es schaffen, dann mit Sicherheit 50. Severin und seine modernen Argonauten machten sich auf die Reise, um zu beweisen, dass die lange Fahrt in einem kleinen mykenischen Ruderboot möglich war. Doch das Schiff, mit dem die antiken Helden ihre Entdeckungstour antreten, ist um ein Vielfaches größer und zusätzlich mit Handelsgütern beladen. Welche Waren führten die Reisenden mit sich? Was konnten sie gegen Gold eintauschen? Wieder bietet die Sage eine Antwort. Der Kentaur Chiron unterweist seinen Schützling Jason nicht nur in der Kriegführung. Der Unterricht umfasst auch friedliche Fächer wie Sternenkunde, einer wesentlichen Fähigkeit für die Seefahrt. Vor allem aber lernte der Knabe die Kunst des Heilens. Im Griechischen bedeutet der Name Jason der Heiler. In der Vorratskammer des Palastes fanden wir Vasen für ätherische Öle. Vielleicht ein Hinweis auf Jasons heilerische Fähigkeiten. Neben Heilkräutern und Balsam sowie anderen exotischen Handelsgütern hatten die Argonauten vermutlich auch einheimische Produkte an Bord. Eventuell Schaffelle. Eine Ware, die den Griechen massenweise zur Verfügung stand und die bei der bevorstehenden Reise eine wichtige Rolle gespielt hat. Im Frühsommer verlassen die Argonauten den Hafen von Iolkos und treten die größte Fahrt der antiken Geschichte an. Sie wissen nicht, ob sie je heimkehren werden. Der Aufbruch aus dem Hafen, für Jason ein bewegender Augenblick. Jason weinte, als er die Augen abwandte von dem Land seiner Geburt. Die Ruderblätter versanken zu beiden Seiten in den Wellen. Das trübe Salzwasser wurde zu wild schäumender Gischt. Die Argonauten fahren, so die Sage, nach Osten bis zu ihrem ersten Halt, der Insel Lemnos. Die Nachricht von der Ankunft eines fremden Bootes verbreitet sich schnell auf dem Eiland. Mit großer Freude werden die Männer empfangen. Denn Lemnos ist ausschließlich von Frauen bewohnt. Das Ansinnen der Insulanerinnen an ihre griechischen Gäste ist eindeutig. Sie sollen während ihres Aufenthaltes für möglichst viele Nachkommen sorgen. Ein Angebot, dem die an Promiskuität gewohnten Helden gerne nachkommen. Zu groß sind die weiblichen Reize und die Heimat liegt in weiter Ferne. Als die Männer anlegen, besteht die Gefahr, dass die Mission an der sexuellen Attraktivität der Frauen von Lemnos scheitert. Über 2 Jahre verbringen die Argonauten auf Lemnos im Bann ihrer wunderschönen Gespielinnen. Das goldene Vlies, Ziel ihrer Reise, längst vergessen. Doch schließlich finden sie heraus, warum es auf Lemnos keine Männer gibt. Die Frauen haben sie ausnahmslos ermordet. Ein Fluch der Götter lastet auf der Insel. Die Frauen umgab stets ein übler Geruch, sodass ihre Männer sie verschmähten. Der ekelerregende Gestank könnte ein Hinweis darauf sein, warum die Argonauten eigentlich zur Insel kamen. Die Griechen brachten gewebte Stoffe und frische Felle nach Lemnos zur Endfertigung.
denn nur dort wurde aus der Purpurschnecke Murex der begehrteste Farbstoff der alten Welt hergestellt. Apollonios könnte in seinem Heldenepos eine einfache Geschäftsverbindung in eine spannende Geschichte über Sex, Gewalt und Mord umgewandelt haben. Aber die wirtschaftliche Bedeutung des Purpurfärbens ist nicht zu unterschätzen. Der Farbstoff galt als besonders wertvoll. Selbst für den göttlichen Fluch gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Die Murex-Muscheln geben während des Färbens einen unerträglichen Gestank von Verwesung und faulem Knoblauch ab. Der Grund, warum die Männer der Insel ihre Frauen mieden? Das Boot der Argonauten, beladen mit wertvollen purpurgefärbten Fellen, sticht nach 2 angenehmen Jahren der Ruhe und Entspannung erneut in See. Die schicksalhafte Reise führt die Argo mitsamt ihrer Besatzung weit hinaus über das Ende der damals bekannten Welt. Jason und die Argonauten halten beständig Kurs gen Osten. Wochen verstreichen, Monate gehen ins Land. Schließlich stoppt eine undurchdringliche Wand ihre Fahrt. In der griechischen Mythologie das Ende der Welt. Die Felsen stießen mit tosendem Krachen frontal aufeinander und schleuderten eine große Wolke von Gischt in die Luft. Für jeden Meter, den die Argo vorankam, verlor sie 2, weil die Ruder sich verbogen, als die Männer alle Kraft aufwendeten. Für die Argonauten war das reiner Terror. Sie wussten, wenn sie nicht die zusammenschlagenden Felsen passierten, würden sie mitsamt dem Schiff untergehen. In der Sage kostet die Fahrt durch die bedrohlichen Felsen die Argonauten fast das Leben. Nach übermenschlichen Anstrengungen schicken die Götter himmlische Winde, die das Schiff sicher durch die Gefahrenzone hindurchtreiben, hinaus auf ein völlig unbekanntes Meer. Beim Eintritt in die zusammenschlagenden Felsen betritt man den Eingang zur Unterwelt. Meiner Meinung nach ist das das Tor zum Land der Toten. Für den griechischen Schriftsteller Apollonios hingegen sind die schlagenden Felsen kein besonders bedrohlicher, sondern ein realer Ort, der Bosporus. Die Meerenge teilt die heutige Stadt Istanbul in 2 Teile und trennt Europa von Asien und das Mittelmeer vom Schwarzen Meer. Tim Severins Versuch, die Argonautenfahrt nachzustellen, zeigt, mit welch tückischen Widrigkeiten die weitgereisten Griechen zu kämpfen hatten. Der Bosporus besitzt 2 Strömungen. Eine langsame Untergrundströmung ins Schwarze Meer und eine viel schnellere Oberflächenströmung, die zurück ins Mittelmeer fließt. Gleichzeitig weht der vorherrschende Wind von Nord nach Süd. Und die 2 Dinge, die jeder in einem Ruderboot wirklich fürchtet, sind Gegenwind und Gegenströmung zugleich. In der Mitte des Stromes gegen den Wind und die Strömung anzurudern, das war wirklich sehr, sehr harte Arbeit. Wir haben es gerade so geschafft. Severins Erfahrung legt nahe, dass die sogenannten zusammenschlagenden Felsen die 2 gegensätzlichen Strömungen am Bosporus sind. Nach der Überwindung der Meerenge betraten Jason und seine Männer ein damals unerforschtes Gebiet. Sie ruderten vorbei an Küsten, die nach der Beschreibung des Apollonios bewohnt waren von exotischen Völkern und fantastischen Geschöpfen. Aber in dem Land, wo es der Sage nach viel zu sehen gab, musste Severins Crew Monate endloser Plackerei entlang einer dünn besiedelten Küste ertragen.
Für Apollonios lag Kolchis, ein gebirgiges Land, weit am östlichen Ende des Schwarzen Meeres. Forscher glauben, dass Kolchis einst im heutigen Georgien lag. Tim Severin und seine neuzeitlichen Argonauten beenden ihre Fahrt nach schweißtreibenden 3 Monaten. Ein großartiges Gefühl, es geschafft zu haben, nach fast 500.000 Ruderschläge. Wir waren unglaublich fit geworden. Wir hatten alles gegeben. Der Beweis war gelungen. Die Fahrt der Argo war möglich. Die Ankunft der antiken Argonauten in Kolchis sieht wenig feierlich aus. Die Abenteurer kommen bei Nacht an und fahren in der Dunkelheit landeinwärts, auf der Suche nach der Hauptstadt Aia. Jason geht zunächst allein an Land und nähert sich vorsichtig und in friedlicher Mission der Stadt. Ihm wird eine Audienz bei dem König und Zauberer Aietes gewährt. Hoffnungsvoll glaubt er, sein Ziel auf diplomatischem Weg zu erreichen. Er will das goldene Widderfell, das der Herrscher sorgsam hütet. Bei ihrer Ankunft haben die Argonauten niemanden an Bord, der es fertig brächte, das Vlies mit Gewalt zu rauben. Jetzt kommt es also auf Diplomatie an. Und genau das ist die Stärke von Jason. Doch die Diplomatie des geschickten Mannes scheitert ganz unerwartet. König Aietes weigert sich hartnäckig, das goldene Vlies preiszugeben. Stattdessen beschließt der Tyrann, den lästigen Prinzen aus der Fremde loszuwerden. Er heißt Jason in seinem Haus willkommen, mit dem Ergebnis, dass sie jetzt in einer Beziehung von Gast und Gastgeber stehen. Hätte er Jason auf der Stelle getötet, wäre das ein Frevel gewesen. Wie Pelias zuvor denkt sich der bösartige Herrscher eine Falle aus. Er willigt ein, Jason das Vlies zu geben, wenn dieser eine Reihe von lebensgefährlichen Prüfungen übersteht. Im gleichen Moment erblickt die schöne Medea, die Tochter des Königs, den Fremden. In diesem Augenblick kommen Jason sein gutes Aussehen und sein Geschick im Umgang mit Frauen zugute. Für die junge Frau war es Liebe auf den ersten Blick. Die ganze Geschichte dreht sich um den Moment, da sich Jason und Medea treffen. Die Tatsache, dass sich die Frau in Jason verliebt, ist der Schlüssel zu der Sage. Die Liebe der zaubermächtigen Königstochter erweist sich als großer Glücksfall für den Vliesjäger. Doch der Preis, den beide dafür zahlen, ist hoch. Könnte die sagenhafte Begegnung zwischen Griechen und Georgiern wirklich stattgefunden haben? Sind die Abenteurer auf ihrer Suche nach Gold so weit vorgedrungen? Historiker glauben, dass das alte Königreich Kolchis den größten Teil der westlichen Hälfte des neuzeitlichen Georgien einnahm. Aber wo in der Sage ein blühendes und unberührtes Land die Argonauten begrüßte, liegen heute die Ruinen des Sowjetimperiums. Doch viele moderne Georgier sind noch immer stolz auf die Leistungen ihrer antiken Vorfahren. Sie bewahren das Andenken an Jason und Medea. Archäologische Beweise für die Landung eines griechischen Schiffes im 14. Jahrhundert vor Christus stehen noch aus. Die Annahme, dass die Fahrt Jasons stattgefunden haben könnte, stützen Funde, die ausschließlich aus späteren Jahrhunderten stammen. In Vani findet eine der wichtigsten Ausgrabungen des Landes statt. Immer wieder entdecken Forscher dort eindeutige Hinweise auf eine Verbindung zwischen Kolchis und Griechenland. Und zwar hinsichtlich der architektonischen Merkmale. Fest steht, die Stadt wurde einst von griechischen Siedlern erbaut. Ganz nach dem Vorbild ihres Heimatlandes am Mittelmeer.
Welches Motiv aber bewog die griechischen Auswanderer, sich so weit entfernt von der Heimat niederzulassen? In Vani wurden viele Gegenstände aus Gold gefunden. Allein in einem Grab fanden wir mehr als 1000 goldene Stücke. Das edle Metall wäre natürlich Grund genug, um am anderen Ende der Welt eine Kolonie aufzubauen und Handel zu treiben. Davon zumindest ist die Grabungsleiterin von Vani überzeugt. Ich persönlich vertraue den literarischen griechischen Quellen. Immer wieder werden sie durch archäologische Funde bestätigt. Deshalb glaube ich auch dieser Sage. Griechische und römische Autoren behaupten, dass nicht nur Jason auf eine wirkliche Figur zurückgeht. Von seinem Widersacher, König Aietes, nehmen Forscher an, dass er eine Königsdynastie gründete, die damals in Georgien herrschte. Die Sage berichtet, der Despot wird von seiner eigenen Tochter verraten. Medea trifft Jason heimlich in tiefer Nacht und gibt ihm zwei Geschenke, um ihm bei den bevorstehenden Prüfungen zu helfen. Ein Zauberöl und einen Zauberstein. Als Gegenleistung verspricht der Grieche, sie als seine Frau in die ferne Heimat mitzunehmen. Gemeinsam wollen sie über Iolkos herrschen. Das Versprechen könnte auf einen Vertrag zwischen Georgiern und Griechen hinweisen. In alten Erzählungen stehen Sex und Heirat häufig für andere Arten von Beziehungen. Für politische, kriegerische oder für Handelsverbindungen. Das kann auch bei Jasons Geschichte der Fall sein. Am nächsten Morgen trägt Jason Medeas Zaubersalbe auf und bereitet sich auf seine erste Herausforderung vor, einen Kampf gegen feuerspeiende Stiere. Dank der Salbe können ihm die Bestien nichts anhaben. Doch damit nicht genug. König Aietes befiehlt seinem Gast, die riesenhaften Stiere anzuspannen und mit ihnen den Boden seines Reiches umzupflügen. Die Sage erzählt, dass Jason versucht, das Land mit einem Stier zu pflügen. Man könnte das schlicht als den Erwerb neuer Techniken interpretieren, eines Arbeitsgerätes aus Metall. Im Jahre 1400 vor Christus war der Pflug die neueste technische Errungenschaft. Ein solches Gerät von den Georgiern zu erwerben und mit in die Heimat zu bringen, könnte enorme wirtschaftliche Vorteile eingebracht haben. Auf dem frisch gepflügten Acker soll Jason Drachenzähne aussäen, die nächste Probe für den Helden. Die Saat verwandelt sich in erdgeborene Krieger. Wieder rettet ihn Medeas Zauberkraft. Der Stein der Zwietracht bewirkt, dass die Krieger aufeinander losgehen und sich gegenseitig vernichten. Da Jason alle Aufgaben bewältigt hat, erwartet er nun, dass Aietes ihm das goldene Vlies übergibt. Doch der Tyrann denkt nicht daran, sein Versprechen zu halten. Medea schämt sich für den Wortbruch ihres Vaters und führt Jason zu dem Hain, wo das goldene Vlies aufbewahrt und streng bewacht wird. Von einem vielköpfigen, niemals schlafenden Ungeheuer. Doch Medea weiß Rat. Der Pfad führte sie zu dem heiligen Wald. Aber die Schlange mit ihren scharfen, schlafenden Augen sah sie kommen. Wie die Schlange sich aufbäumte, sah er, wie die Jungfrau ihr gegenübertrat und ihre süße Stimme den Schlaf der Götter besiegt, anrief und sie bannte. Endlich hat der Königssohn sein Ziel erreicht. Er hält das Widderfell in den Händen und ist am Ziel seiner Wünsche angelangt.
Aber was war das goldene Vlies? Ein wirklicher Gegenstand? Ein einfaches Tierfell? Hoch in den Bergen des Kaukasus liegt vielleicht die Antwort auf das mysteriöse goldene Vlies. Für die Menschen in Georgien sind die Berge ein uralter, heiliger Ort. Die unzugängliche Region ist bis heute unsicheres Gebiet. In den abgelegensten Winkeln leben Stämme in Dörfern, die nur nach einer mehrtägigen Autofahrt erreichbar sind. Für den größten Teil des Winters verschanzen sich die Menschen in ihren Häusern, die wie Trutzburgen aussehen. Die befestigten Türme schützen genauso vor Lawinen wie vor Feinden. Einige der Gebäude sind über 1000 Jahre alt und erinnern an die Turmhäuser, wie die alten Einwohner von Kolchis sie bauten. Die heutigen Bewohner der hochgelegenen Dörfer bewahren ein gut gehütetes Geheimnis. Das Wissen um die uralte Technik der Goldsuche. Die Georgier nutzen ein ungewöhnliches Werkzeug, ein Schaffell. Die Goldsucher schwemmen langsam und systematisch den feuchten Sand durch eine hölzerne Rutsche, die mit einem Schafsfell ausgekleidet ist. Dabei verfangen sich winzige Goldpartikel in den Wollfasern. Haben die Männer Glück, dann ist das Fell durchwirkt von einem schimmernden Teppich aus Goldkörnern. Das Schafsvlies wird anschließend über einer Pfanne ausgewaschen und über dem Feuer getrocknet. Das Wasser verdampft, im Metalltopf bleiben kleine Goldstücke zurück. Könnte die alte georgische Kunst des Goldsuchens die Erklärung für das Rätsel um das goldene Vlies liefern? Wir Althistoriker und Mythenforscher erleben oft, dass die Menschen vor Ort den Schlüssel besitzen. Sie kennen das entscheidende Detail, das die Geschichte zum Leben erweckt. Die Tatsache, dass in Georgien heute noch nach alter Tradition Schafsfelle zur Goldgewinnung oder für den Prozess der Goldverfeinerung benutzt werden, lässt die wahre Geschichte vom goldenen Vlies in neuem Licht erscheinen. Das goldglänzende Widderfell ist demnach keine mythologische Erfindung, sondern ein realer Gegenstand, ein einfaches Hilfsmittel zur Goldsuche. Jason und die Argonauten handelten auch mit Schaffellen und konnten sie womöglich in Georgien gegen Gold eintauschen. Die weite Fahrt in das entlegene Land war für die erfahrenen Seefahrer zwar abenteuerreich, aber durchführbar. Die Sage erzählt von der weiten Heimreise der Abenteurer. Sie verläuft alles andere als ruhig und ungestört, denn immer noch ist die Kriegsflotte des Aietes hinter Jason und seiner wertvollen Fracht her. Wieder muss Medea helfen. Sie opfert ihren eigenen Bruder. Unterwegs löst der Heroe sein Versprechen ein und heiratet die schöne Zauberin. Die Heimatstadt feiert sie als Helden. An dieser Stelle endet die Erzählung des Apollonios von Rhodos. Seine Dichtung war damals ein Bestseller. Sie brachte dem Gelehrten die denkbar größte Ehre ein. Er wurde zum Leiter der großen Bibliothek von Alexandria ernannt, dem bedeutendsten Forschungszentrum der antiken Welt. Vielleicht liebten die Griechen Apollonios Version der Jason-Sage besonders, weil sie das bittere Ende der Geschichte verschweigt. Denn trotz seiner Rückkehr mit dem goldenen Vlies weigerte sich König Pelias, auf den Thron zu verzichten. Medea setzt erneut ihre schwarze Magie ein. Pelias wird das Opfer einer grausamen List und stirbt durch die Hände seiner eigenen, von der Zauberin getäuschten Töchter. Zur Strafe werden Jason und Medea für immer aus Iolkos verbannt. Wegen einer jüngeren Frau und der erneuten Aussicht auf einen Herrscherthron verstößt Jason seine Gattin eines Tages. Medea nimmt furchtbare Rache
Sie tötet ihre eigenen Kinder und vergiftet Jasons neue Braut. In einigen Berichten von der Fahrt der Argo wird Medea zum Bösewicht gestempelt. Für die Griechen eine zwangsläufige Umkehrung, denn Medea ist in einigen Punkten benachteiligt. Erstens ist sie eine Frau und stiehlt einem männlichen Helden die Schau. Dabei fühlen sich die Griechen automatisch unwohl. Zweitens ist sie eine Hexe, die für ihren Erfolg schwarze Magie einsetzt. Das war den Menschen unheimlich. Drittens ist sie der Inbegriff einer Fremden. Sie kommt aus einem exotischen Land. Das ist den Leuten suspekt. Aus all diesen Gründen ist es fast unausweichlich, dass Medea schließlich als Furie endet. Medea ist für die Griechen Sinnbild eines abstoßenden Weibes. In Georgien hingegen gilt sie als Märtyrerin. Noch heute steht ihr Name für Selbstaufopferung und Liebe. Jason ist ein gebrochener Mann. Vom Schicksal gebeutelt, streckt der ehemalige Kämpfer die Waffen und verschwindet spurlos. Ich frage mich, ob sich die Griechen fürchteten, ihre Helden zu sehr zu glorifizieren, sodass sie den Göttern zu ähnlich hätten werden können. Ob die Helden auf der Suche nach mythischem oder realem Gold waren, bleibt ungeklärt. Sicher ist, Jasons Geschichte ist die eines gescheiterten Helden und Beweis dafür, dass das Schicksal der Menschen in den Händen der Götter liegt.